So, hi zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Arcade, dem deutschen Videomagazin. Die Kuh ist schon wieder voll geladen, wie wir sehen. Voll mit oben hin. Dörtes Vogelscheuche ist mittlerweile leer. Der hat anscheinend seine 10 Erntevorgänge abgeschlossen. Und ein Mitglied der Gilde Seven Dimension Space hat sich jetzt unten auch den Platz für seine, ja, für seine Rüstungsvogelscheuche gesucht. Ihr wisst ja, wir haben in der letzten Folge mit dem Projekt begonnen, auf zu neuen Taten, also quasi dem Bau eines U-Bootes, was natürlich ein sehr, sehr schwieriger Vorgang werden wird. Heute wird es dazu die ersten Planungen geben, aber zunächst mal wollte ich mich erneut in die Tiger Spine Mountains begeben, weil dort die Quest ja auf uns wartet, die ich hier in meiner Liste habe. Na, 17 Uhr, also quasi, wir haben jetzt kurz vor 17 Uhr in Korea. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt da mit meiner Vermutung richtig liege, dass der NPC jetzt hier auch gleich spawnen wird. Ich weiß aber nicht mal, wo er spawnen ist, ja, das Schlimme. Ich vermute mal, es wird unten sein in dem Kaff, in dem es ja auch die ganzen Crafting-Quests gibt, die ganzen Livestock-Quests. Hoffentlich finde ich den. Aber gucken wir mal rein in die ganze Sache. Vielleicht stehen da ja schon irgendwo Leute und warten drauf, dass er spawnt. Das Dorf hat sich auch ein bisschen verändert, ne? Wenn man sich hier mal ein bisschen umguckt. LOL! Eine Ente, mitten in der Ortschaft. Und Hühner. Und hier kann ich mein Tier wiederbeleben. Das kostet 18 Silber. Das kann ich mir leisten. Gerade noch so. Ich kann jetzt auch mal die letzten Minuten nutzen. Ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit und kann nochmal nach der Post gucken. Briefekasten. Dann hoffe ich einfach mal, dass der NPC vielleicht sogar oben spawnt. Damit ihr wenigstens einmal seht, wie das mit der Daily Quest funktioniert, falls das Halloween-Event ja auch mal zu uns nach Deutschland kommen wird. Hi, haben wir wieder ein bisschen was verkauft, hä? Na klar, wir haben ja gestern auch jede Menge Auktionen rein. Das ganze Holz zum Beispiel. Dann die Getreidesachen, die sind anscheinend auch alle rausgegangen. Sehr gut. Am Wochenende ist übrigens nochmal ein anderes Halloween-Event. Und zwar kann man am Samstag und am Sonntag, wenn man sich da einloggt und zu einer gewissen Position geht, bekommt man anscheinend auch wieder Sondergegenstände. So eine Art Compensation haben sie geschrieben bei Inven. Und da kann man auch ein Esel-Upgrade bekommen, das Halloween-Esel-Upgrade. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, vielleicht auch nur ein schnellerer Esel. Da muss man, glaube ich, ein paar Mal online sein. Ich werde mal gucken, dass ich da ein bisschen mitmische, dass wir zumindest mal ein paar Teilbelohnungen bekommen. Oje, oje. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und da gehen die Sachen raus. Ja, da ist eine Menge Holz dabei, wenn man sieht. 3,88 Gold war ja der gestrige Kurs. Das Holz werde ich ab jetzt aber wieder selber brauchen, das wisst ihr ja. Ach, ich mag die Housing-Musik einfach schön. Beziehungsweise die Town, die Village-Musik. Gut, damit sind wir jetzt bei einem Kontostand von 318 Gold angekommen. Ich zück mal wieder die Matroschka. Jetzt habe ich mal wieder eine normale. Und da haben wir noch unser Säckchen vom... Oh, 2 Gold 4, immerhin. Unser Säckchen vom Bären. Da kann ich noch hier die Bärsachen verkaufen. Zack. Wir mischen noch einmal neu. Gut. Also wenn was spawnt, dann hier irgendwo, ne? Und hier ist dann auch die Maschine, in der ich dann quasi craften kann. Da bräuchte ich jetzt aber von diesen Bonbons. Ich nehme an, pro Kiste wird es einen Bonbon geben. Das man jeden Tag machen kann. Dann kann man sich wohl den Kürbis holen. Der ist für den Kopf. Den Hut eben für 5. Das habe ich ja schon angezeigt. Für 7 einen Besen als Waffe, vielleicht auch zum Transmogrifizieren, zum Modden, kann möglich sein. Die Frage ist nur, wo wird dieser NPC auftauchen? Ja, 12 Uhr, 17 Uhr, 22 Uhr und wahrscheinlich ist es hier dann in Tiger Spine und auf dem... Und auf dem Westkontinent dann natürlich wieder in Liliad Meadow. Das nehme ich mal schwer an, dass das die Route ist, die dort wieder gefahren wird. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten, da bleiben wir am besten gleich nochmal hier stehen. Na, hier haben sie zumindest ein bisschen Leben eingehaucht, wenn man sich meine alten CBT4 Videos von der Ortschaft ansieht. Da war das noch nicht so toll hier. Yeah, ich kann Licht anmachen. Flop.
jetzt auch schön hier wieder dieser Sonneneinfall, wie man ihn sieht bei den Türen hier. Ich mache jetzt mal wieder ein paar architektonische Arbeiten. Und hier ist auch die Construction Workbench, an der ich zum Beispiel auch, den Newton hier bauen könnte. Aber erstmal brauche ich hier zwei Blitzholz. Aber das ist ja alles so günstig, das könnte man alles fast im AHA kaufen. Das ist halt eben die Problematik dabei. Was ich wahrscheinlich selbst machen werde, ist, ich kümmere mich um das Leder. Wahrscheinlich. Also 10 fertige Leder braucht man für ein blaues und wir brauchen 10 blaue, das heißt wir brauchen 100 Leder. 100 Leder, wir brauchen 10 mal den mittleren roten Trank, wir brauchen 11 mal den mittleren roten Trank und wir brauchen 5 Multicolor Archium, also Multicolor Archium Staub, den man ja auch eigentlich nachgewaffen bekommt. Das werden wir uns alles mal gucken, ob wir das im AHA alles beziehen können, vielleicht sogar zu Schnäppchenpreisen, damit ihr auch mal die aktuellen Kurse in Korea seht. Und jetzt ist es noch eine Minute bis zum vermutlichen, mutmaßlichen NPC-Spawn. Sollte er da nicht spawnen, dann ist er wahrscheinlich auf der Mirage Island und wird hoffentlich auch ein bisschen da bleiben. Ich hoffe es zumindest mal. Oder geht es hierbei um den Gruselkürbis eventuell, auch um den Boss? Den Boss greife ich natürlich auch gerne an. Der Boss wäre dann hier unten irgendwo. Ich denke mal, das Event wird sowieso angekündigt mit einem, ja, mit einer Server-Message oder mit einer Nachricht. Da leben wir jetzt hier oben. Wir werden sehen. Gleich ist es auf jeden Fall soweit. So, jetzt ist 17 Uhr. Exakt 17 Uhr. Schlag 17 Uhr. Ja! Und es ist das... Ah, es ist the Big Boss. Und da sind auch schon Leute, die drauf ballern. Da machen wir doch gleich mal mit. Oh! Wow, das sind aber viele, ey. Leck. Ah. Die sind alle hinter mir her. Das sind so, oh, diese ganzen Kürbisse. Da muss man ja 50 sein dafür, für das hier. Wow, guck mal. Und weg mit euch, genau, weg mit euch. So ist brav. Kann man da einen einzeln auch angreifen? Ist das möglich? Oh, ich habe schon wieder Aggro von irgendwas. Oh, diese verdammten Kürbisse. Da greifen wir. Da machen sogar die NPCs mit. Lololololol. Lolliloli. Wow! Ihr verdammt, wie scheiß Viecher. Da habe ich auch keine Chance. Wie soll ich das machen? Wow! Lasst mich zufrieden. Ihr verdammten Kürbisköpfe. Ich weiß ja, dass ihr ein Problem damit habt, dass ich den großen Kürbis angreifen möchte, aber lass es doch nicht an mir raus. Oh, wie die zuschlagen. Ah, ich muss hier weg. Attack Speed Trank. Ich glaube, ich haue jetzt mal so ein Wässerchen auch mal rein. Kann ja nur helfen letzten Endes. Arbeitskrafttrank muss ich sowieso nehmen. Super, ich habe jetzt alles, was ich hier brauche. Dann auch den Mini-Arbeitskraftkeks nehmen. Dann nehmen wir alles mit. Alles. Ja, toll. Wie soll ich denn das jetzt Oh, die töten die NPCs. Ich habe es genau gesehen. Boah, ich muss sie zu den Wachen vielleicht ziehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oh, guck mal, der macht doch AOE. Wow! Lol! Ist das ein Witz? Ich bin da schon viel zu weit weg von dem. Oh, oh, ich werde gleich sterben. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, das war knapp, das war knapp. Oh. Ich kann doch hier gar nichts tun. Oh, einen Moment nicht aufgepasst. Da ist er auch mal aus dem Mana-Rack. Fuck. Ich brauche was für Heal. Hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh.
Also als 49er hast du bei dem Event auf jeden Fall keine Chance. Ich dachte, ich muss ja einfach nur einen NPC oder sowas angreifen. Ey, fuck. Ich habe auch keine Heiltränke mehr da, wisst ihr? Das ist ja zum... Oh, hier, der greift hier ja alles an. Gefährlich, gefährlich. Ja, greift alle schönen Dicken hier an. Jawohl, auch die NPCs. Alle mitmachen. Seid alle mit dabei. Ich helfe jetzt hier mal gegen den Kürbis. Oh, der greift mich schon wieder an. Nein. Ich fürchte, die NPCs sind auch gleich down. LOL. Hopp. Ah, es leckt immer zwischendrin. So ein Mist. Was aber eher an meiner Kiste liegt, denke ich mal. Oh, der hat mich verfehlt, Gott sei Dank. LOL, sogar der Blaue greift an. Und haut er wieder ab. Ich glaube, da ist jetzt eine Wache da vorne, die das Tanken übernimmt. Also wie man als kleiner Char da was erreichen sollte, das ist welche. Ich könnte sogar anhand. Die NPCs. 100 resetten sie kurz vorher. Da haben sie echt gut gesetzt, ey. So, Big Kürbis, jetzt mache ich hier aber mit, ey. Jetzt hat... Na super, jetzt sieht man wieder mal, wie es mit dem Ding jetzt ist, ne? So viel zum Thema Dauerfeuer. Oh scheiße, das war ein AOE. Ah, oh, ich muss hier weg. Wow. Der Kürbis hat auch, wie viel Leben hat er? 10 Millionen? Wie soll man denn alle machen, ey? Das ist ja voll übel. Okay, das wird wohl heute die Kürbis-Spezialfolge, wie es aussieht. Okay, den AOE zünden wir jetzt aber nicht mehr. Lol, das ist ein Schatz, oder? Oh Mann. Ja, da fehlen die Spieler, aber wie gesagt, wir sind halt auf einem ziemlich leeren Server ja auch. Na, oh, guck mal. Wir müssen noch mal ein bisschen wegzoomen von dem Geschehen her. Da geht auch der Hammer-Skill ein bisschen schneller. Ja, dick, ja, manchmal kommt der Leckerl eben doch durch und dann. Der Kürbiskopf, guckt ihn euch an. Frage ist so, wie lange muss man da jetzt halt eben warten? Ne, ewig und drei Tage, schätze ich mal. Oh, fuck! Oh, da kommt aber auch sau schnell der Skill. Könnte mal. Oh, ich will doch gar nicht, dass er stirbt. Der arme Baumi, der ist doch noch gar nicht so hoch. Aber egal. Angriff! Ran mit dir, Baumi, jawohl. Greif mit an. Das wird er wohl nicht überleben, denke ich mal. Och, der arme. Scheiße.
kommen sie an der Blauling wieder. Aber das dauert ja ewig. Guck mal her, wir haben jetzt gerade auf 90% unten. Oje, oje, oje. Ah, jetzt sind schon ein paar Koreaner auch da. Sehr schön. Und da hat er schon zwei... Ah! Ne, so schnell kann ich nicht ausweichen. Verdammt. Eieieiei. Der fette Aoi. Boom. Den großen Schaden macht er nicht so viel aus. Ja, obwohl doch eigentlich schon. Das ist also das Event. Dreimal am Tag spawnt der Riesenkürbis und der muss dann getötet werden. Wow, wow, wow. Ach, ich war doch schon draußen, ne? Gemeinheit. Dann eben aus der Luft das Ganze. Einmal sage ich euch, der nächste Let's Play schaffen wieder Nahkämpfer, aber das ist so lächerlich, das klappt nicht, ey. Das geht nicht aus. Drei Mann, die draufballern. Also ich weiß nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt, jetzt hier in der ganzen Folge jetzt hier noch zu zeigen. Oh, fuck. Oh, da sind auch kleine Chars ja noch anwesend, ne? Und einige Leute auf dem Gleiter. Boom. Hey, stirbt der automatisch nach einer gewissen Zeit? Cool. Okay, das haben sie schön gemacht, damit man quasi auf den kleinen Servern auch durchkommt. Supi. Ja, 1 von 1, ne? Kürbis angestoßene. Das reicht für die Quest. Das ist wie bei WoW. Das ist doch wie das Halloween-Event in WoW, oder? Da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt. Scheiße. Der Kürbis, ja, nur dass halt eben kein Reiter angreift, sondern dass der Kürbis halt da ist, ne? So. Und jetzt gibt es eine Kiste. Und in der Kiste ist dann vermutlich ein Bonbon drin. Gehe ich jetzt mal schwer von aus, zumindest, ne? So, schauen wir mal, ne? Hey, sogar 2 Bonbons und, ne, die Kiste wird aufgebracht, 2 Bonbons, cool. Das heißt, ich müsste bei dem Event nur noch einmal teilnehmen und dann, habe ich es geschafft. Dann habe ich schon mein erstes Teil, einen Kürbis oder Kürbiskopf oder so, ne? Dann würde ich sagen, ich breche die Aufnahme an der Stelle ab und warte bis zum nächsten Mal, bis der Kürbis spawnt und dann mache ich das Let's Play fertig, okay? Gute Idee, ne? Bis später. Ja, jetzt ist mir natürlich ein kleiner Fehler unterlaufen, meine Lieben. Das Ganze ist ja eine Daily. Ich könnte erst morgen mit der Aufnahme weitermachen. Das wäre natürlich nicht im Sinne des Erfinders, finde ich persönlich, ne? Deswegen denke ich, wir werden jetzt mal unseren Plan weiterverfolgen. Unseren Plan mit dem Bau des Unterseeboots. Wo haben wir es denn jetzt hin? Ah, hier ist es. Ja, und ich denke mal, als erstes machen wir uns ans Einfachste, ans Holz. Das sind 10, Moment, ich muss mal zurückgehen, wie viel ich jetzt brauche, ich noch einmal davon eins, also 10, also 100 Holzplanken sind 300, ja, 300 Holz, simple as that. So, welches Bäumchen nehmen wir uns denn da? Nehmen wir den hier, wenn ich jetzt sage, ich habe 5, sagen wir mal 60, sagen wir mal sicherheitshalber 70 Bäume, die ich jetzt mal davon kaufen werde. Ich kann mir auch wieder eine neue Matroschka aufmachen. Komm her. Und wir haben wieder eine normale. So, und jetzt reiten wir zum Aufstellen der Bäume zu einem ganz besonderen Ort, den die Zuschauer, die mich in der CBT4 bereits begleitet haben, noch kennen. Mal gespannt, ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert. Ja, und hier haben wir wieder einen Bot unterwegs. Dieser Bot wird übrigens momentan auch von der Menüführung her ins Englische übersetzt. Habe ich auf einer Item, auf einer Character Sale, Item Sale, Key Sale Seite gesehen. Das heißt, dieser Bot wird funktionieren. Es sei denn, Tryon baut irgendwelche Sicherheitsmechanismen ein. Das ist ganz klar.
Ansonsten kann man sagen, dieser Bot wird funktionieren. Auch bei uns logischerweise, ist ja der gleiche Programmcode. Das Einzige, was sich ändert, ist die Übersetzung, und die Übersetzung ist in der Datenbank. Deswegen bitte ich euch um Aufmerksamkeit, um Vorsicht. Passt einfach ein bisschen mit auf, dann weist auch Trine darauf hin, was passieren wird. Ne? Dieser Bot ist nicht zu unterschätzen. Bis jetzt hat XL Games noch kein probates Gegenmittel gegen diesen Bot gefunden. So traurig es auch klingt. So, und zwar war das genau an dieser Stelle. Da habe ich ja auch damals meine Tiere angebaut. Genau hier an diesem Hügel war das. Gott, Folge 13, Folge 14, ich weiß es nicht mehr genau, von Let's Play Argage CBT4. Quasi meine Anfänge damals noch. Und ich glaube, ich bin da relativ schmerzfrei diesmal. Wenn sie geklaut werden, werden sie geklaut. Ich werde die Bäume jetzt alles schön hier aufstellen. Ja, und bevor ich natürlich wieder die ganze Zeit das mache, setzen wir die Bäume lieber wieder ins Lieblingsfach rein. Dann denke ich mal, werde ich die letzten Prozente bis Level 50 jetzt damit verbringen, das Unterseebo zu bauen. Und ihr habt es ja gesehen, ich habe eigentlich so gut wie gar kein PvP miterlebt und bin auch irgendwann mal 50 geworden. Ne? Gut, dafür kann man natürlich auch nicht im Rennen der Großen mitreden und so, ist ganz klar, man ist kein Mega-Charakter. Aber man kann sich auch als kleiner Char, auch wenn man alleine spielen möchte, das sieht man ja bei Liesel auch sehr gut. Na gut, okay, von einigen Geldspenden abgesehen. Man hat auch als Singleplayer definitiv seinen Spaß hier im Game, wenn man sich am Tag ein paar Mal einloggt, seine Farm macht. Und ich habe noch gar nicht wirklich was gesehen, zumindest mit Liesel von dieser Welt, ne? Muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ich könnte natürlich jetzt auch hergehen und den Megabaum fällen, aber das kostet mich wieder zu viel Arbeitskraft. Das heißt, die Sachen werden jetzt erstmal eine ganze Weile in King Coast stehen bleiben. Es sei denn, irgendein anderer Account, irgendein anderer Charakter findet sie, der kann sie dann auch gleich mitnehmen oder auch einfach nur abbauen und selbst dann weiter nutzen. Ihr habt es ja in der Folge gesehen, das ist mein Tipp an euch. Ich glaube, die müssten jetzt noch dastehen, wenn die Folge erschienen ist, von daher haut rein. Schaut dahin, wenn ihr selbst in Korea spielt, besucht die Stelle. Das war jetzt, wie gesagt, kein allzu großer Spoiler. Sehr, sehr viele Spieler wissen schon, wo das ist. Sehr viele Spieler, die meisten Spieler kennen sich aus. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ne? Es dürfte ja klar sein. Ich denke, ich werde danach gleiten. In die Rainbow Fields mal hinein. Und das sind dann unsere ersten 300 Bäume. 300 Holz mal natürlich, also unsere ersten 100 Holzplanken. Für das verzauberte Holz. Beim Leder muss ich mal schauen, wie wir das am besten machen. Man kann natürlich jagen gehen, das werde ich natürlich nicht tun. Man kann einfach nur Tiere schlachten, ne? Oder man kauft sich einfach immer Hane. Dieses Kleinzeug, dafür sollte die Kohle auf jeden Fall vorhanden sein. Ich glaube, ich werde nur in die andere Richtung gleiten, weil ich gucke nochmal ins AHA. Da können wir nämlich gleich mal sehen, ob es diese Kugel überhaupt im Angebot gibt und diese ganzen anderen Sachen, die man ja nur als Konstrukteur 20.000 bauen kann und vor allem zu welchem Preis. Ich denke, das wird nicht billig sein. Falls es überhaupt im AHA ist, das ist ja das Nächste, was dazu kommt. Wenn nein, dann ja, muss ich schauen, dass ich einen Koreaner ausfindig mache hier auf Olo mit diesem Skill. Oder ich skill selbst hoch, was bei Konstruktion 580 und Alchemie 783 ja, noch ein paar Wochen dauern könnte, würde, wie auch immer. Ja, Liesel ist halt eher eine Sammlerin von ihren Charaktereigenschaften her. Man muss auch sagen, die meisten Charaktere, die so viele Berufe jetzt oben haben, da ist viel, viel Geld geflossen. Also es gibt Koreaner, die haben zum Beispiel schon umgerechnet tausende Euro in diesen Itemshop gesteckt. Und vielleicht auch das Zehnfache wieder eingenommen. Weil es ist ja in Korea, wie gesagt, man investiert viel, um die Sachen aufzubauen. Und bekommt dann über die Item Bay auch sehr viel Geld wieder zurück. Wenn man es eben kann, wenn man es richtig anstellt. Und das, wie gesagt, ist eben die koreanische Spielkultur. So tickt die. So, 9... Ja, dann sind wir gleich fertig hier. Dann reicht auf jeden Fall die Zeit noch, um einen Blick ins Auktionshaus zu werfen.
Das, was ich im Übrigen eingeworfen habe, diese Flasche, ist die gleiche Flasche, die man auch beim Hochleveln hat, nur eben mit nicht so furchtbar hohen Werten. Wo haben wir sie hier? Na, doch eigentlich schon furchtbar hohe Werte. 30% Attack Speed und was weiß ich noch alles. Boah, furchtbar. Grauenhaft, diese Tränke und die ganzen Sachen. Huah, da schüttelt's mich. Wie gesagt, Gott sei es gelobt, in Japan gibt es sowas nicht und wird es hoffentlich sowas niemals geben. Und vielleicht bei uns auch nicht. Ich dachte, wenn Shrine schlau ist, dann gucken sie nach Japan. Das habe ich ja schon... Ach, ich weiß gar nicht, wie oft ich manche Sachen hier schon gesagt habe, ne? Ach ja. Ich denke mal, ich sollte genau den Auktionator... Wobei, da oben ist ja gar kein Auktionator. Wenn, dann ist er hier unten, genau unter mir. Na, der PvP-Kleider macht aber nicht gerade den engsten Wendekreis. Da muss ich sagen, der Schmetterlingskleider, da will ich eine sehr enge Kurve, die man schlagen kann. Hui. Und Abflug. Okay, da wollen wir mal schauen, ob wir das überhaupt finden, was wir suchen. Ne? Zum einen haben wir... Wir haben diese Kugel hier, die fällt unter dem Bereich Accessoires. Das ist... Oje, oje. Hier, glaube ich, drin, ne? Nee. Hier ist die... Gecraftetes. Ja, dann wahrscheinlich hier drin. Gecraftete Sachen. Ja, wenn, dann muss es hier drin sein, die Kugel. Und da ist eine drin für 110 Gold. Guckt mal her. Das ist doch genau die ich suche, ne? Jawohl, perfekt. Hey, die gibt schon ab 80 Gold zu haben. Ich würde sagen, das schlagen wir gleich zu. Ja, so günstig ist die Ware heutzutage, ne? Und was wir natürlich noch brauchen, ist die Flasche. Oh, die brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen natürlich die Flasche hier. Die weiße, die finden wir bei den, ja, bei den Färbemitteln. Die müssten, glaube ich, da oben sein. Mal kurz die Kategorie. Das waren die, glaube ich, nicht. Nee. Doch bei fertigen Produkten. Vielleicht auch bei fertigen Produkten. Hier. Und zwar brauchen wir das Ganze in weiß. Na, die schwarze Farbe brauchen wir nicht. Wir brauchen weiß. Lila, rot. Ist das weiß? Ja. Gibt schon für 10 Gold, vielleicht auch ein bisschen günstiger. Nein, für 10 Gold zu haben, da schlagen wir schnell zu, bevor sie weg ist. Hep. So, jetzt haben wir die Sachen schon zusammen, ne? Ich kann jetzt mal den aktuellen Lederpreis prüfen, weil das gibt es ja auch in der fertigen Lederkategorie zu kaufen, das Ganze. Na, gehst du weg. So, rotes Leder gibt es für 30 Gold. 29 Gold ein rotes Leder. Ich meine, Leute, jetzt mal ehrlich, das kann man sich echt so kaufen, ne? Das ist Wahnsinn. Gut, aber jetzt ist erstmal genug eingekauft. Schauen wir mal zum Briefkasten. Habt ihr gesehen, wie günstig die Sachen jetzt waren? Also, das ist, wenn das, also mit der richtigen Wirtschaft ist es unvorstellbar, dass man für so günstige Preise die Sachen hier einkaufen kann. Ah, da vorne ist der Briefkasten. Tja, und so schnell komme ich. Dem Ziel schon wieder näher, ne? Das ist interessant. So. Ja. Die Sachen waren ja wichtig letzten Endes. Schauen wir nach, ob wir auch das Richtige eingekauft haben. Ja, was soll ich sagen, ne? Schon die meisten Sachen zusammen. Weil dennoch das Holz, wie gesagt, schaue ich, dass ich selber zusammen craften kann, wobei das fertige Produkt wahrscheinlich günstiger ausfallen wird. Und den Honig gucke ich auch mal, was ich jetzt bei der Ernte von meiner Farm bekomme, ne? Ja, und hier natürlich, das werden wir dann alles sehen, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Ich habe sogar noch so einen von denen. Ich brauche wie viel von den Pornos? Von den Pornos brauche ich einen nur, ne? Das heißt, ich brauche einen Trank. 5 solche und 10 von den Barren hier. Naja, gut. Das werden wir dann alles sehen, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Ich danke euch herzlich fürs Zugucken. Da haben wir jetzt eine etwas kürzere Folge. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Argage, dem deutschen Videomagazin, bei meinem weiteren Versuch, das U-Boot zu bauen. Bis dann, ciao!